So, meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video und ihr wisst, dass wenn ich mit dem Handy hier vor meinen Regalen stehe, es sind wieder hunderte Fragen per Insta bei euch rausgekommen, die ihr mir gestellt habt. Danke, danke dafür auf jeden Fall, guckt auch auf den anderen Plattformen. Wir haben auch einen sehr, sehr gut wachsenden kleinen Telegram-Kanal, wo man Fragen stellen kann, wo ich auch relativ aktiv bin und die Community sich gegenseitig helfen kann. Dementsprechend viel Spaß beim Video, los geht's! Die erste Frage ist vom Paul Fruit. Kann ich Flüssigwachs wie Kochchemie Protector Wax in die Wischanlage vom Auto machen? Die Idee habe ich auch noch nicht gehört. Er spricht hier vom Protector Wax. Das werden einige von euch wissen. Premium Konservierungswachs P wird das Ganze genannt. Leider ein bisschen eingedellt hier auf der Seite. Mal gucken, ob wir die wieder freikriegen. Nee, irgendwann passiert das bei den Dingern. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Nein, absolut nicht, um die Frage zu beantworten. Würde ich auf gar keinen Fall machen. Warum? Das ist eine Flüssig- oder eine Nassversiegelung, so ist es richtig gesagt. Und die würde ich auf gar keinen Fall... Also klar, auf die Scheiben kann man sie auftragen, natürlich. Das passiert ja zwangsläufig, wenn wir hingehen und sprühen das Fahrzeug damit ein, wenn es gerade gewaschen ist, schön nass ist. Und spülen es dann runter. Ich würde aber auf gar keinen Fall hingehen und das irgendwie ja, zwangsläufig über die Wischanlage machen und dann über die Wischer wegwischen lassen. Dann hast du die Reste auf dem Lack und das Problem dabei ist, hatte ich damals an dem Polo meiner Freundin auch gezeigt, du kannst, musst nicht, aber bei manchen Lacken kriegst du Wasserflecken. Also ganz, ganz unangenehme Flecken, die du relativ schwer wieder rausbekommst. Also deswegen, das ist nicht so optimal. Und dieses Problem mit den Wasserflecken, das haben so ziemlich alle von den Nassversiegelungen, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Ich weiß aber, in den USA, ich war vor 2 Jahren mit Turtle Wax in den USA oder bei Turtle Wax und habe die besucht, über 2 Jahre schon her, als ich in Arizona war. Und die Amis machen das ein bisschen anders bei den Nassversiegelungen. Die gehen dann zum Beispiel hin, ja, beim Protector Wax ist ein schlechtes Beispiel, aber zum Beispiel hier so ein Giant Wet Coat oder auch ein McGuire's oder sonst was Nassversiegelung. Die sprühen mit dem Hochdruckreiniger und sprühen gleichzeitig die ganze Zeit mit der Nassversiegelung. Oder nehmen sich einen Drucksprüher und füllen das um und sprühen permanent. So dass du nämlich gar nicht so lange das Zeug auf dem Lack drauf hast. Weil der normale Prozess, für den das nicht weiß, ist ja so, du sprühst es auf den Lack drauf, dann gehst du hin, holst den Hochdruck rein und spülst es runter. Und in der Zeit können schon Flecken entstehen. Die Amis sind aber einen Schritt weiter. Aber ich kann mal ein Testvideo dazu machen, wenn ihr wollt. Ja, Frage hier von der Sarah MSL. Was hilft gegen beschlagene Scheiben im Twingo? Ja, kein Twingo fahren. Nee, der war böse. Ja, ist die Frage, wo die beschlagenen Scheiben jetzt genau sind und wann die sind. Also generell, wann beschlagen Scheiben? Wenn die Feuchtigkeit im Fahrzeug ist. Also zu hohe Luftfeuchtigkeit und man atmet und so weiter und das kondensiert dann halt einfach. Es gibt von verschiedenen Herstellern ja so Anti-Beschlag-Sachen für die Scheiben. Halte ich relativ wenig von, habe ich auch mal ein Video zu gemacht, bringt nicht so viel. Der wichtige Punkt ist, du musst die Feuchtigkeit aus dem Auto rausbekommen. Wie bekommen wir die Feuchtigkeit aus dem Auto raus? Wenn der Twingo hat, weiß ich nicht, gibt es Twingo mit Klimaanlage? Dann Klimaanlage anmachen, weil die Klimaanlage entfeuchtet den Innenraum. Und viele gehen hin und im Winter und sonst was schalten die Klimaanlage ab. Ich bin derjenige, der fährt mit dem Auto und hat Klimaanlage immer an. Dies, ne, dieses kleine Schneeflockensymbol leuchtet 365 Tage im Jahr. Der schaltet sowieso ab einer gewissen Temperatur die Klimaanlage, den Kompressor gar nicht mehr an bei BMW. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Herstellern ist. Aber sobald genug Temperatur da ist, schaltet er ein. Und dementsprechend, du musst irgendwie die Feuchtigkeit rausbekommen. Also die Klimaanlage ist die eine Variante. Andere Variante, es gibt diese Trockensäckchen. Die hat man auch manchmal, ich habe jetzt nichts hier, wenn man irgendein elektronisches Gerät bestellt, hat man diese, wie heißt das, Sika irgendwas Säckchen da drin. Die gibt es auch in groß. Ich verlinke sowas mal unterhalb des Videos. Damit kann man auch versuchen, die Feuchtigkeit rauszuholen. Und auch so ansonsten, wenn es sehr, sehr viel Feuchtigkeit im Fahrzeug ist, mal mit einem Tuch hingehen, ein schönes Waffeltuch, hier drüben habe ich beispielsweise eines liegen, schönes Waffeltuch und erstmal die Scheiben von innen sauber machen mit einem guten Glasreiniger, wie zum Beispiel hier Kochchemie Speed Glass Cleaner, gehst du hin und holst, machst erstmal Schmutz ab damit in einem Schritt auch und nimmst die Feuchtigkeit ab, die im Fahrzeug drin ist. Es geht alles darum, Feuchtigkeit rausholen aus der Kiste. Nächste Frage vom Raphael GR03. Beste Sprühflasche für einen ASC? Wie meint der ASC? Weil ASC steht eigentlich für den Kochchemie ASC. All Surface Cleaner, wenn ich ihn finden würde, hier müsste er stehen, genau. All Surface Cleaner, aber der ist ja schon in einer Flasche. Vielleicht meint er APC, All Purpose Cleaner, also Allesreiniger. Das wäre dann was anderes. Da wäre dann hier zum Beispiel von Sonax der Multistar. Das ist ein APC
Und da gibt es dann halt verschiedene Spray. Hier zum Beispiel von Quasar, nur im New Guys Design, dieser hier. Du kannst, also den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Oder alternativ, das ist das Pendant dazu, von Gloria, der Clean Master Extreme 05. Halt für 0,5 Liter Fassungsvermögen oder halt der Clean Master Extreme EX10, also 10 für 1 Liter. Einen von den beiden würde ich nehmen. Ansonsten, es gibt ja von Sonax auch noch den Sprühboy. Dieser Name allein, ich finde den ganz schlimm. Aber der hat halt einen mega geilen Sprühkopf. Der ist richtig cool für 3 Finger zu bedienen. Und die sollen mega sein. Der Micha benutzt die relativ viel, also Spaltenmicha. Aber ihr hört das. Ich habe ihn bis heute noch nicht ausprobiert. Wir können ihn gerne mal testen. Da kann ich mal so einen Vergleich machen, wie die Sprühbilder. Das ist eigentlich eine geile Idee. Danke, ist ja auch meine. Man kennt ihn. Wo ich die 3 Sprüher vergleiche, wie die sich machen. Ich glaube, da werde ich mal ein Video zu machen. Ja, so eine typische Frage zur aktuellen, jetzt kalten Jahreszeit kommt vom Guido KR. Wie sieht es mit der Lagerung von Autopflegemitteln im Winter aus? Also man muss sich überlegen, wo man es lagert, ganz klar. Also ich würde es nicht zu kalt lagern. Draußen ist im Winter natürlich relativ Käse, weil je nachdem, was es für ein Produkt ist, so zum Beispiel beim Bellet Pro, habe ich auch mal ein Video vor Jahren zugemacht, flockt das. Das heißt, die Bestandteile darin lösen sich irgendwie und danach ist das Zeug nicht mehr so gut verwendbar. Man kann es wieder ein bisschen auftauen, aber man muss gucken. Und dementsprechend hier im Keller hier unten, ihr seht, das läuft jetzt mit so einer leichten Jacke rum. Was haben wir hier? 20 Grad, 21 Grad, vielleicht ein bisschen kühler einfach, so als die normale Zimmertemperatur. Das ist aber alles in Ordnung und im Maße. Wenn es aber in Richtung 10 Grad oder sowas geht, könnte das Ganze schon kritisch werden. Das heißt, wenn ihr ein Gartenhaus oder ähnliches draußen habt, je nachdem, was da für Temperaturen herrschen, zu krass. Und das Gegenteil muss man natürlich auch im Sommer beachten. Im Sommer muss man natürlich darauf achten, dass die Sachen einfach nicht zu heiß werden. Und bei der Flasche hier, das könnte schon sein, dass die einfach mal zu kalt geworden ist. Vielleicht hatte ich die mal eine Zeit lang im Auto und selbst im Auto, im Kofferraum, da kann es ja auch schon mal zu den Minustemperaturen sehr, sehr kalt werden. Eine seltene Frage vom Neumiva, glaube ich heißt das. Wie am besten die Glas-Cabrio-Heckscheibe behandeln? Kein Scheibenwischer. Ganz wichtiges Stichwort, er hat Glas gesagt. Was meint er jetzt hier mit behandeln? Also bei Kunststoff, klar, hätte ich jetzt hier empfohlen beispielsweise die Cabrio-Heckscheiben-Politur. Tiefenwirksam geben, matte, blind gewordene Scheiben von Dr. Wack aus der A1-Serie ist das hier. Nämlich um eben eine Kunststoffheckscheibe, die ja früher bei Z3 beispielsweise, BMW Z3 verbaut wurden, dann ganz schnell milchig geworden sind und so. Und bei meinem Wagen damals, ich hatte erst einen Z4 E85er Baureihe, dann E89, hatten beide Glasscheibe. Da habe ich eigentlich nicht viel Pflege gemacht. Ein Glasreiniger benutzt, klar, Koch Chemie, Speed Glass Cleaner in Verbindung mit, wir hatten es vorhin auch schon, mit einem Waffeltuch. Klar, was willst du da sonst großartig pflegen? Also die Frage bräuchte ich ein bisschen konkreter mal in den Kommentaren, aber vielleicht habt ihr eine Idee, was er hier meint. Spannender Hinweis ist das eher hier vom Mr. CPI-Unterstrich. Produkte von Petzolds testen zum Beispiel das neue, in Anführungsstrichen, Liquid Glass. Hat der Petzold ein neues Liquid Glass rausgebracht? Ich guck mal gerade auf der Website. Also was ich jetzt auf der Website finde, ist hier Classic Glass. Aber neues Liquid Glass wäre mir nicht bekannt. Ich glaube, ich habe meins aus damaligen Anfangszeiten auch gar nicht mehr. Das war damals in dieser Metallflasche richtig, richtig geil. Aber ein Liquid Glass von damals würde ich heute nicht mehr benutzen. Das ist mittlerweile komplett überholt. Das Produkt war ja damals, als ich es entdeckt hatte, hier in Deutschland auch schon zig Jahre in den USA und UK auf dem Markt. Also ich wüsste jetzt nicht, was der Petzold sonst großartig an neuen Produkten hat. Da würde ich aber im Nachgang nochmal gucken. Genau, das hier ist ja das eigentliche, dieses Original. Ich weiß gar nicht, wird das überhaupt noch hergestellt? Wird das noch verkauft? Hat er das noch im Programm? Ja, tatsächlich. 473 Milliliter. Also einen halben Liter runden wir mal, 35 Euro. Das ist nicht wenig, muss man wirklich sagen. Das ist schon echt heftig. Und ich weiß nicht, wie gesagt, ich würde es heute aktuell eigentlich nicht mehr verwenden. Da gibt es bedeutend bessere Produkte, die eine deutlich bessere Standzeit haben, ein deutlich besseres Beading, Sheeting und alles. Ich würde es eher aus den Erinnerungsgründen machen. Und ich meine, war das nicht so beim Liquid Glass, steht auf der Rückseite, das ist mir so im Gedächtnis geblieben, steht drauf, in leichten, kreisenden Bewegungen auftragen, in Klammern, wenn sie schwitzen,
machen sie etwas falsch oder sind sie zu angestrengt oder irgendwie sowas. Das fand ich geil von damals. Ja, Freunde, das war schon das erste Q&A, aber wir haben noch zahlreiche weitere an der Zahl hier. Zahl, ja, ihr wisst, was ich meine. Dementsprechend schreibt gerne weitere Fragen unten rein, aber generell ist das natürlich super easy und schnell erledigt per Insta und dementsprechend folgt mir dort auf jeden Fall. Da mache ich dann immer wieder spontan so eine Fragerunde und die kommt auch richtig, richtig gut bei euch an, wie ihr gesehen habt, super viele Fragen. Nochmal Hinweis, Telegram-Gruppe ansonsten, haut rein. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten und ciao. Heftig, Leute. Zieht euch das mal rein.